mit seinem virtuellen Ich in Schwarze treffen. Für Nazim Boujelab Business as usual. Der Schalker Youngster macht mit sich selbst eine richtig gute Figur bei der Bundesliga Home Challenge. Zocken mit anderen Bundesliga-Kickern an der Konsole. Die Corona-Zeit macht's möglich. Nur ist dieser Nazim Boujelab im Vergleich zu vielen anderen ein richtig guter bei FIFA. Selbst so mancher Profizocker würde gegen den 20-Jährigen wohl den Kürzeren ziehen. Im Online-Spielmodus Ultimate Team schaffte er es in der Vergangenheit mehrfach auf die Liste der 100 weltbesten FIFA-Spieler. Die sogenannte Weekend League, bei der es darum geht, von 30 Online-Spielen möglichst viele zu gewinnen, hat er bereits dreimal mit der Bilanz von 30:0 beendet. Vor ein paar Monaten hat er sogar ein Video mit dem bekannten YouTuber Gamer Brother gedreht und es auf seinem Kanal hochgeladen. Bei den Fans kommt das alles richtig gut an. Mittlerweile wird er von ihnen sogar eher wegen seinen FIFA-Qualitäten erkannt, als wegen seinen Qualitäten auf dem echten grünen Rasen. Seine eigentliche Karriere als Fußballprofi ist nach einer furiosen letzten Saison wieder in Stocken geraten. Diese Saison sieht man den 20-Jährigen bisher nur im Regionalligateam von Schalke. Vielleicht helfen ihm ja seine guten Auftritte bei der Bundesliga Home Challenge, um auch in seiner eigentlichen Kernkompetenz wieder Selbstvertrauen zu tanken.